Kuckuck und herzlich willkommen bei Gothic 3 XXL Edition. So, machen wir weiter. So, Tristan, wo ist eigentlich Isolde mal warten? Tristan und Isolde. So, kennt ihr mal Tristan und Isolde? War das nicht ein Film? So. Weißt du was? Das ist. Was ist das nicht? Was soll hier? Der hat noch ein Leib. Wir räumen einen toten Sklaven aus. So, wie geht's denn? Du hast einen Freund da hinten verloren. Ist da was ich in der Engine immer witzig, was ich immer witzig finde hier? Dass die Sklaven das übelste Sixpack mit sich rumtragen. So, wir gehen erstmal mit ihr nach Redok. So, wir gehen erstmal hier. Wir können das in den Rest ja dann hinterher noch abklappern. So. Dachmeister, ab nach Redok. So. Weißt du, was Xalas hier. Weißt du, wie Xalas den Magiern und Paladin ihre Magie genommen hat? Ich war immer hinter den Orks und weit weg vom eigentlichen Kampf und jeglichen Magiern und Paladinen. Jo. Also nein. Aber ich weiß, dass es irgendwas mit ihren Runen zu tun hat. Ach. Hamla braucht Unterstützung für das Dorf. Jo. Er hat Angst, dass die Orks wiederkommen. Jo. Ah, das ist in der Tat ein Problem. Die Orks sind in letzter Zeit ziemlich unruhig hier an der Küste, so nah an der Barriere. Aber ich weiß, dass sich im Wald ein Lager der Rebellen befindet. Ich kann dich hinbringen, dann kannst du mit ihrem Anführer reden. So, und jetzt werde ich erstmal meine Ausrüstung suchen. Ich muss doch noch hier irgendwo sein. Sprich während dieser Zeit mit Diego. Habe gehört, dass er dich sucht. Was habe ich da gerade? Hey! Wo willst du hin? Wir müssen doch Wale töten. Nee, das haben wir doch gerade. Wir haben doch mit dem gequatscht. Wir haben sogar seine Rüstung an. Beziehungsweise ein exaktes Duplikat derselben. Sitzen die jetzt noch hier vorne? Der letzte Schuss. Können wir mit dem nochmal quatschen? Lass dich nicht unterkriegen. Ja. Jo, Diego. Ich kann nicht mehr. Diego, ich soll mich weg. Erledige die Dinge. Es ist Zeit für mich. Ja, verpiss dich. Wir reden später. Ich dachte, ja, jetzt soll das Tor aus. So, was mit dir jetzt? Ich mache erstmal Pause. Ja, wir machen alle mal Pause. Wann mache ich mal Pause hier, ey? Falls hier jemand die letzte Folge nicht gesehen hat, weil ich gerade so gesagt habe, Wale töten, hat einer hier in dem Text-to-Speech so gesagt, der Hamler, statt Ork-Galären, Orka-Galären. Orka sind ja Wale. So. Dachmeister, so, wir gehen jetzt. Hä? Hat Angra sich jetzt umgezogen? Ich glaube, die beiden haben wirklich was miteinander. Woher weißt du das alles? Ich war in einem Trupp hinter den Reihen der Orks. Wir haben die Armee verfolgt und immer wieder aus dem Hinterhalt angegriffen. Wir lauerten in den Schatten, wenn ein orkischer Trupp den Wald durchquerte. Jo. Wir waren der windschnelle Schrecken, der die Besatzer niederstreckt, ehe sie die Waffen gezogen haben. Jo. Keine Entschuldigung. Eine tolle Rüstung. Eine tolle Rüstung hast du da. Ich weiß, sie ist aus Kroner Platten gemacht worden und extrem widerstandsfähig. Ich hatte auch mal so eine Rüstung, damals auf Korinnes. Dann hattest du großes Glück. Es gibt wahrscheinlich nicht viele, die solch eine Rüstung bauen können. Jo. Ich habe eine von einem Schmied namens Mannig. Mannig. Erstens, das frage ich jedes Mal, wenn diese Platten so widerstandsfähig sind, warum ist der Mindcrawler, der sie getragen hat, dann tot? Warum Mannig? Wir haben sie von Wolf, das wissen wir ja alle. Wolf ist in der Kneipe hier. Warum gehen wir nicht zu ihm? Sagen ihm hier, der hat hier Plattenrüstung. Machen wir mal eine neue. Nee, dass wir die Platten bringen müssen, dass das leuchtet mir dann ein, aber warum ist dann Wolf, wenn er schon in der Mod hier drin ist, warum ist er dann nicht der Ansprechpartner für die Rüstung, so wie im ersten Teil? Oder im ersten und im zweiten Teil. So, da haben die Modder hier ganz schön daneben gegriffen, muss ich mal sagen. Und wie kommst du hierher in dieses Kampf? Nachdem Faring und Vengard gefallen waren und der Krieg verloren war, haben sich die Königstreuen in den Untergrund verkrochen. Ein paar von uns sind verborgen in den Städten. Der Rest bereitet sich tief in den Wäldern auf den Gegenschlag vor. Ich sollte an der Küste Ausschau nach Helfern wie euch halten. Weil Bier können sie sich nicht leisten. Dafür müssten sie ja an die Städte gehen. Und können sie ja nicht. Also können sie kein Bier kaufen. Also müssen sie verdrecktes Flusswasser trinken. So, wir speichern natürlich aber erstmal. Wir speichern sogar groß. Guck mal, wir machen groß, wir gehen kacken. So, was? Hätte er doch besser wissen müssen. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. So, hier. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt haben. Jo. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Aber dieser Schwachsinn hier, dass wir nicht zu Wolf gehen können, mit wegen der Rüstung, dass Tristan uns hier
dumm. Das hatten wir in der ersten Folge schon gesagt mit BK. Da halte ich immer noch dran fest. Das ist immer noch logischer, dass der Tristan uns dorthin bringt, als der Grom. So, bleib stehen, du Lump! Tschüss! Tschüss! Wir werden uns niemals wiedersehen. So, und dann werden wir Wale jagen gehen. Hm, dann müssen wir uns noch Harpunen besorgen. Also ich sag mal so hier bei Gothic 3. Ich warte gerade hier. Was willst du denn? Tristan, Hilfe! Ja, auch eine bestimmte Taktik hier anwenden. Der ist auch irgendwie weil beweglicher als früher, kann das sein. Ja. Treffen wir natürlich nicht. Armselige Kreatur. Rückwärts gehen, das ist der PK und so, Kollegen. Grüße an euch alle, gehen raus. Ja, die haben mir also erklärt, dass die Kampftaktiken hier ein bisschen anders sind. Das haben wir bei den Orks tatsächlich schon mitgekriegt. Aber hier bei den Scavenger gerade, das fühlte sich vertraut an. So. Siehst du, da sind sie. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Ruf bei den Lass Rebellen. Lass dich nicht unterkriegen. Jo. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So, jetzt ist natürlich das Problem. Die Orks werden dieses Versteck niemals finden, weil die Orks nicht in der Lage sind, von dem Bauernhof. Oh Gott, Morred. Morred. Wie kommt der Morred hin? Die Biester geben einfach keine Ruhe. Meine Erfahrung, ha? Demaslo, dich wird niemand vermissen. Ja. Speicher, Morreds. Die gab es ja im normalen Gothic 3 auch nicht. Mal da unten, pass auf, da unten das Haus, das ist der Bauernhof, wo Orks stehen. Ja, hier ist das Rebellenlager. Ja, wo ist die Treppe? Hier ist das Rebellenlager, da sind die Orks. Wir können nur hoffen, dass die Orks da unten das die Treppe, die direkt neben ihnen ist, niemals finden. Ja. So, die Heilpflanzen nehmen wir gleich mit. Wölfe. Die haben immer noch diese scheiß Drecksanimationen, mit diesen Rückwärtslaufen. Das habe ich das letzte Mal beim Stream damals auch schon festgestellt. Die laufen hier elendig zurück. Du musst irgendwie kurz absitzen, dass sie dich anspringen. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei Gothic 1 und 2. Du musst wirklich dafür sorgen, dass die erstmal dir entgegenkommen und dann kannst du ihnen hier ein paar Schachteln. So, Dachmeister, wer bist du denn hier? Gelfort. So, du hast nein, doch sicher ja. noch Wenn was zu erwiesen. Wenn du durch die Wiesenwälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Hey, wieso? Die Orks haben überall ihre Späher in diesem Gebiet. Die Orks. So, hi, ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Jo. Schön für dich. Ich bin schon ziemlich lange hier. Ich hoffe, du frech Dann kannst du doch sicher einem Freund helfen. Nö. Du behauptest, ein Freund zu sein und willst, dass ich dir etwas unter die Arme greife? Nein, würde ich nie von dir verlangen. So, ich guck mal, ich komme aus Ardea. Ich komme aus Ardea. Ja. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Ja. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Ja, er zugucken könnte, aber uns helfen nicht, oder was? Wie kann ich dir zeigen, dass ich es ernst meine? Indem du dich erstmal um meine Freunde kümmerst. Ich habe seit einigen Wochen keinen Kontakt mehr zu früheren Kameraden. Wenn du ein Reisender bist, kommst du sicherlich an vielen Orten vorbei. Mich hält das Milan an einem Ort. Nun, das ist deine Sache. Ich möchte von meinen Freunden hören. Wenn sie noch leben, will ich wissen, wie es um sie steht und ob sie sich den Rebellen angeschlossen haben. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie für die Orks kämpfen? Nun, auch wenn wir früher Seite an Seite gekämpft haben, heißt das nicht, dass wir es heute tun würden. Verstehe. Moment. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier.
Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Die Scheißbettel, die hier dranbleiben. Was? Ja, klar. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Also bei aller Freundschaft, bei aller Liebe zu Gothic 3 und so weiter. Also ich hoffe wirklich, Leute, ich kann euch nur, wer jetzt hier zusieht und ein riesiger Gothic-Fan ist, gebt bitte dem Remake eine Chance, Mensch. Bitte gebt dem Remake eine Chance, dem Gothic Remake, dass ein zweiter Teil von Gothic Remake kommt und hier der dritte Teil oder so gebaut wird, wie er ursprünglich mal gedacht war. Die ganzen Mods, die wir hier drin haben, sind eine schöne Sache, aber so grundlegende Sachen vom Hauptspiel können bleiben trotzdem hier. Dass die Orks hier direkt daneben hocken und das Ding hier nicht finden, also hier. Wie heißt der Freund, der diesem Ort am nächsten ist? Ich denke, es wird Mazun sein. Mazun war lange Zeit mein Waffenbruder im Kampf gegen die Orks. Jetzt wird er wohl bei Montera sein. Ich hatte gehört, dass er sich einer kleinen Rebellengruppe anschließen wollte. Weißt du sonst noch etwas über Mazun? Ja, er hat vor einiger Zeit einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Irgendwie hat er seitdem einen Gewütig. Kühe? Hat ihm ein Oberein verpasst? Hey, er kann nichts dafür. Ist ja schon gut. Das sind so Questpaket-Sachen. Ich habe das in die Questpaket ja auch schon öfter gespielt. Das sind so Questpaket-Quests. Jetzt hier, was wir mit den dieses Ding hier mit dem Mason und so, da kann ich mich noch an die Sprachausgabe erinnern, ohne Text-to-Speech. Also, das wurde ja direkt eingesprochen. Gut, das Einsprechen, das ist jetzt bei aller Freundschaft, liebe Leute, die ihr das gemacht habt, aber, und ich respektiere jede eingesprochene Textzeile, die ein Mensch hier in seiner Freizeit für das Spiel eingesprochen hat. Und trauriger macht mich das eigentlich, dass ich da tatsächlich zustimmen muss, dass diese Synchro da, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt die beste war. Ich hätte sie aber jetzt auch nicht unbedingt durch die Text-to-Speech ersetzt deswegen. Aber dort geht es eigentlich mehr darum, dass die, denke ich mal, dass die Charaktere hier, die neue Textzeilen bekommen haben, eben auch so klingen wie die Originale. Nur hier. Finde ich in dieser Region noch einen deiner Freunde? Ja, wahrscheinlich, Rocco. Wir haben im Norden Nirtanas gegen die Orks gekämpft. Der Kommandant hat ihn dann in eine Truppe nahe Farin gesteckt. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Farin, wie bist du dann nach Redok gekommen? Ich habe lange mit Jewe den Schwertarm geschwungen. Solange Jewe eine Chance auf den Sieg sieht, werde ich mit ihm kämpfen und ihm überall hin folgen. In Ordnung. Jo. Wie ist der Name des dritten Freundes? Wie ist der Name deines dritten Freundes und wo könnte er zu finden sein? Jo. Der dritte heißt Peer. Und genau um ihn mache ich mir am meisten Sorgen. Verstehe mich nicht falsch. Er ist ein guter Kämpfer. Allerdings lässt er sich zu sehr vom Goldgeklimper beeinflussen. Er könnte sich also den Orksöldnern angeschlossen haben. Nein, ich meine, er könnte auf die schiefe Bahn geraten sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber für ihn war das schnelle Geld immer ein Grund zur Freude. Für Diebe gibt es in den Städten sicher viel zu holen. Jo. Hast du eine Idee, wo er sich jetzt herumtreiben könnte? Das ist richtig. Wenn es stimmt, was man über die Städte Geldern und Treles sagt, wird er wohl dort das große Geld suchen. Wobei, Geldern könnte eine Nummer zu groß sein. Versuch es in Treles. Treles also. Da gucken wir mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer meint. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Jo. Wir sind die einzigen freien Menschen in Mirtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Ork-Patrouillen, was? Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Redok auf kurz oder lang finden. Weil das Ding ist, was ich sagte, wegen Gothic Remake. Das Ding, dieser besagte Bauernhof, irgendwo zwischen hier und Kap Dun. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin gerade gezeigt. Das sind so Wegstrecken, die sind eigentlich lächerlich. Aber die reden davon, als wenn wir hier jetzt 2 Kilometer laufen müssten. Ich meine, mit den heutigen Möglichkeiten, Unreal Engine 5 und Co. Ich meine, da kann man diese 2 Kilometer tatsächlich einbauen. Ins Spiel. Nicht so wie hier. Aber wie gesagt, das Ding ist ja volljährig jetzt geworden, dieses Jahr, oder wird volljährig. Das Spiel ist ja 18 Jahre alt.
Hier. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinander. Nein, ich bin Schatten. Ja, ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Ja. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ja, ja. Das Ding ist, im Original Gothic 3, wenn wir diese Patrouillen machen, haben wir von den Orks hier Ruhe. Ist das Ding gegessen? Hier jetzt allerdings. Da können wir hin und wieder mal in die Städte kommen, in die befreiten Städte, die Orks trampeln immer noch darum. So, hier. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Ja. Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Na. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach. Ja. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Handel mit mir. Nein. Was hast denn du? Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Oh, das ist eine Sache, die hat mich schon immer angekotzt. Ja, die Art zu behandeln, wenn wir hier... So. Warte mal. Ging das bei Ruf Rebellen? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Arena-Kämpfe. Wollen wir Arena-Kämpfe machen? Annehmen. Wo ist der Typ mit den wilden Brand? Lass mich. Entschuldigung. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. So. Benton. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern. Krieger sagen, ich sag genau was. Ich wusste doch, dass das eine Beleidigung ist. Ja. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Oh. Wir kommen die Tränen. So, hier. Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Ich gebe dir 30 Goldmünzen. Ich erledige die Wildschweine. Ja. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. Ja, machen wir die gleich oder reden wir erstmal? Ich glaube, da unten mit Reden kommen wir da unten momentan nicht weit. Das klingt blöd, aber ist so. Nee, ich würde sagen, losziehen und hier irgendwas bekämpfen würden wir mal in der nächsten Folge mit anstreben. Wir gehen jetzt erstmal runter. Und mal ganz nochmal hier, wir sind ja jetzt am Anfang hier. Und da das, da der letzte Gothic-Stream hier, Durchlauf hier, so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Erstens durch Odyssey und zweitens durch diese Geldern-Geschichte. Guck doch mal in die erste Folge hier rein, von wenn ihr genau mehr wissen wollt. Habe ich das wegen dieser Geldern-Geschichte, weil die ist ein bisschen kompliziert. Das Ganze da ein bisschen überschattet und ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, möchte ich hier in Gothic 3 jetzt mal alles so ganz gemütlich machen. Ich bin so dabei, mir das so ein bisschen wieder versuchen anzugewöhnen, nicht immer so durchzuhetzen, dass ich jetzt unbedingt die nächste Aufgabe machen will und die andere schnell fertig und so, wo jetzt keiner mitkommt oder so, sondern ich will hier ganz gemütlich hier eins nach dem anderen machen. Oh, auch wenn die Orks jetzt in den Städten da nochmal Gesundheit reinschneiden sollten, dann nehmen wir das so hin. Ihr habt mich damals beim letzten Mal da immer tierisch aufgeregt, aber dass das so ist. Aber wir spielen hier eine Mod, eine riesengroße XXL-Mod wir sollten schon die Dinge hier annehmen, die uns da geboten werden. So, Dachmeister. Ansonsten brauchen wir sie nicht spielen. Ach so, ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Das ist ja wie mit Nostalgik. Ich habe jetzt auch wieder Kameraden gesehen. Das spielt Nostalgik Edition ohne Nostalgik Edition. Alleine, ohne die Begleiter. Wo ich mir sage, das hatte ich ja bei Nostalgik auch gesagt, warum soll ich die Mod dann spielen? Dann kann ich gleich ganz normal nach dem Traum spielen. Wo ist denn der Sinn da? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ja, machen wir, denkt. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Jo. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Du hast den hat es. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren.
Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Jo. Warum habt ihr die Magie verloren? Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Jo. Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ui. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Mhm. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Was wirst du nun tun? Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Ja. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Was denn? Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Na dann, erzähl mir was über Alchemie. Erzähl mir etwas über Alchemie. Jo. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Der Witz kam ein bisschen spät. So, hier. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Ja. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Ja. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Ja. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert. So wie die Feuerkelche zum Beispiel. Feuerkelche? Was für Feuerkelche? Wovon redest du? Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Das ist der Feuerkelch. Das ist der Kelch, du packst hinten an diesen, wo man den Feuerkelch halt draufstellt. Und Kelch, das ist ja, du hast ja unten diesen Standfuß, dann hast du diesen Stiel und dann hast du den eigentlichen Kelch. So, den Kelch, den packt man dann hinten so an dem Standfuß und vorne die Schüssel, da baut sich dann die Magie auf und die schließt dann halt nach vorne. Ja. Handel mit dir. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Vorher muss man natürlich sein Bier daraus getrunken haben. Na, wenn man das nicht getan hat, nützt der ganze Feuerkelch nichts. Können wir hier an dein Buch lesen? Was haben wir denn hier? Hier steht was über Alchemie. So, die tanzte nackt auf dem Tisch, stand da drin. Nö. Ja. Alte Truhe. Der liest sich hier die Bilder einer nackten Frau durch. Ja. Marlo! Das ist der Einzige, der, glaube ich, mit mir handelt. Was haben wir denn hier? Raus hier! Uninteressant. Jo. Was wolltest du da drin? Hallo, Marlo. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin Marlo. Der beste Händler hier an der Küste. Ja. Von Ardea bis Kap Dun. Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Jo. Dann zeig mir, brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas? Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Sebastian, die Dinger hier, die Heilpflanzen? Hier. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Jo, ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Was stand da? Was gibt's in Kap Dun? Vielleicht später. Ja. Oh, gib dir kein Gold für die Information, ich bin noch nicht bescheuert. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Ja, ist schon klar. Jo. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Du bist mit von der Bande. Mit von der Partie. So, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nein! Jo. Was können wir dir geben? Du hast 5606 Kröten für mich. Ich habe nur 622. Das müssen wir ändern. So, Gold wert. Also wenn es immer noch so ist wie beim letzten Mal, da können wir hier durch diese gesammelten Waffen natürlich stinkend reich werden. Ich war am Ende hier zweifacher Millionär. So, guck mal, wir können jetzt schon 3600 Kröten.
Kann der sich meine ganzen Waren überhaupt leisten, der Kerl? Bolzen, was haben wir denn hier? Schilde? Nee, soll mir erstmal reichen. Goldausgleich, gib die Kohle her. So, Dietrich, die kannst du mir aber mitgeben. Komm, hier, mach. Hier ist ein Zeichen an. Das war aber kein Waffenhändler. Es gibt ja hier bei Gothic 3 durch die Mod, durch das XXL-Paket gibt es ja hier so. Aber gab's da vorher schon? Nee, das gibt's auch so durch die ganzen Mods. Das gab's ja, glaube ich, schon als Content-Mod. Das Dieb jetzt hier, Diebesgut wie irgendwie Kelche, Teller oder so, oder Gold, irgendwelchen Scheiß da für mehr Geld abkauft als der jetzt zum Beispiel. So, dann gibt's wieder welche Schmiede oder so, die kaufen dir ja Waffen für mehr Geld ab. Hat er mir jetzt mehr Gold gegeben? Ich glaube nicht. Deswegen hat man hier diese Zeichen. Deswegen ist es eigentlich blöd, hier ihm die Waffen zu verkaufen. Die hätten wir dem Schmied verkaufen können. Halten wir uns aber für das weitere Spiel bereit. Bloß da er jetzt einer der wenigen Händler ist, die mit mir handeln, dann soll er die von mir aus kriegen. So, ganz wichtig. Lernpunkte. Trank gegen Krankheiten. Resistenz. Giftresistenz, Krankheitsresistenz müssen wir lernen. Ganz wichtig. Ansonsten gehe ich hier die Wände hoch. So, Tränke, was haben wir hier? Dietriche. Hier zum Beispiel. Hier. Das ist ein Dieb hier. Genau. Der verkauft mir jetzt hier. Die anderen Händler geben mir keine 75, die geben mir weniger. Soll er kriegen hier. Silberpokal. Genau. Da haben wir das beste Beispiel. So, her damit. 165. Nee, Quatsch, der hat mir jetzt erst mehr gegeben dafür. Na egal. So. Weiter so. Wertsachen verkauft. Noch 4 zu verkaufen. 4. Ach so, ich soll Wertsachen verkaufen. Ach so. Ja, okay. Wahrscheinlich eine Quest. Das ist eine neue, kenne ich nicht. Neue Sachen vor allen Dingen, die nehmen wir an, wie sie kommen. Wer ständig alles rum erzählt, darf ich nicht wundern. Wolltest du nicht irgendwie Heilpflanzen haben? Lehre mich dann. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten. Wir haben keine 10 schon gesammelt, oder? Um es dir zu zeigen. Jo. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir. Jo. Ich besorge dir Heilpflanzen. Ja. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Ich denke, es wird kein Problem für dich sein, sie zu finden. Jo. Komm, lass auf. Ja, wie gesagt, alles ganz gemütlich. Wir haben uns Tränke. Und wenn wir 200 Folgen haben, habt ihr wenigstens was zu gucken. Ich hoffe, ihr guckt euch das ganze Ding auch an. Und ihr bleibt auch dran. Aus Schaden wird man klug. So. Rebellin. Wollt ihr unterscheiden? Ja? Rebellin. Ja. Norris. Chuck Norris. Ja. Chuck Norris versteckt sich nicht in einer Höhle. Die Höhle versteckt sich vor Chuck Norris, ja. So, Dachmeister. Du bist neu hier, was? Na, mehr oder weniger. In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Red Hawk gekommen, aber dein Gesicht kenne ich nicht. Hast du hier das Sagen? Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ja, die Tür frisiert. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer des Rebellenlagers. Du trägst die Rüstung eines Paladins, zumindest ein bisschen was davon, da fehlt aber was. Ich war ein Paladin, bevor die Orks den Krieg für sich entschieden. Ich habe in der letzten Schlacht um die Hauptstadt Vengard für den König gekämpft. Jetzt bin ich genauso ein Flüchtling wie all die anderen hier. Ja, das könnt ihr flüchten und euch verstecken. Das könnt ihr wirklich super. Das habt ihr ganz toll gelernt. Das ist immer wieder klasse. Auch was ich noch sagen wollte wegen diesen Zutatenquests. Es beschwert sich ja immer wieder jemand bei Rollenspielen hier, so bei Action, bei RPGs und sowas hier halt. Ja, wegen, das sind ja immer die gleichen Quests. Natürlich sind es die gleichen Quests. So funktionieren die Rollenspiele nun mal. Das ist doch eins wie das andere. Ihr gebt jemanden Auftrag, dem irgendeine Scheiße zu bringen. Oder irgendjemanden umzubringen, sei es ein Monster oder sei es irgendein Mensch, ist ja scheißegal. So. Ein Grundprinzip. Macht man eigentlich nichts anderes. Und mit den Leuten quaken. Ja. Wir haben die Orks aus Erdea vertrieben. Dir haben wir das also zu verdanken. Gute Arbeit. Ab jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Wenn du uns helfen willst, ich habe andere Aufgaben für dich.
So, weil das Ding ist, nehmen wir mal Gothic 1. Genauso. Bringen mir den Fokus. Dafür müssen wir Neuros umhauen und ihm den Fokus bringen, dem Iberion. So, bringe mir den Eimer nach. Ja, bringe uns die Fokussteine und so weiter. Immer dasselbe Schema eigentlich. Eigentlich ziemlich langwierig, wenn man drüber nachdenkt. Wie kann ich euch unterstützen? Es gibt viele Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Du musst nur mal herumgehen und die Jungs fragen, die hier sind. Wir müssen uns rüsten für die Revolution in Kap Dun. Die ich durchführe, ja, ist schon klar. Ja. Erklär mir die Sache mit der Revolution. Jo. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund. Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven und freien Menschen für die Revolution. Du musst diese Untergrundrebellen finden und ihren Anweisungen folgen, wenn du uns unterstützen willst. Wieso wackelt mein Monitor? Ist es abbeben? Wer ist der Untergrundrebellen Kap Dun? Es lebe Okara! Ich würde dir nicht sagen, wer es ist. Dafür kenne ich dich zu wenig. Wir kennen uns doch seit den Sandkasten. Was weißt du über Xardas? Nicht mehr als jeder andere auch. Er ist mit den Orks im Bund, heißt es. Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei ihren Schamanen. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. Ja, na Gott sei Dank weiß er nicht mehr, wie ich ihn als Kind in den Sandkasten eingebuddelt habe und eine magische Barriere drum gebaut habe. Ja. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen. Ich finde noch 60 Punkte. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Die brauchen wir auch. Da gibt es nur leider ein kleines Problem. Ja? Unser letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Seitdem steht unsere Schmiede leer. Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Machen wir. Erzähl mir mehr über den Krieg. Jo. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, mein Freund. Als wir Paladine unsere Runenmagie verloren und das magische Erz ausging, waren wir nicht mehr Herr der Lage. Die Orks hatten leichtes Spiel mit uns. Die Orks, wenn ihr euch nur versteckt, dann ist mir klar, dass die leichtes Spiel mit um die blöde Orca hat. So, Norris. Ah, ein neuer Mann. Arena-Kampf. Kämpfen machen wollte nichts. Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Von der Wiege bis zur Bahre. Trainingsjahre. Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Ja. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Ach, die Arena-Kämpfe, das war bei dem Paket ja so. Wie also läuft das genau mit der Arena? Ja. Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Ja. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Ja. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt zwei Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, gilt nur für mich als Spieler. Wenn er am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Habt ihr das in den Mods vielleicht mal gefixt hier mit diesem Problem hier, dass das nur für den Spieler gilt? Wenn wir jetzt in der Arena hier stehen, wer jetzt Gothic 3 noch nicht wirklich kennt, wenn wir jetzt in der Arena hier stehen und jetzt der Gegner vor uns, ich will das jetzt nicht demonstrieren, wir machen die Kämpfe später, das nächste Mal. Der steht jetzt vor mir. Und ich prügel den quasi hier immer weiter raus, dass er rückwärts quasi aus der Arena tritt. Da kommt für mich natürlich die Information, dass ich die Arena verlasse und nicht der Gegner. No, deswegen sage ich, jeder Gothic 3 Spieler, der das die Dinge hier kennt, der weiß das. Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu weit in das Höhlensystem vorwagen. Warum nicht? Was ist denn los? Was stimmt nicht mit diesen Höhlen? Ja. Wir haben sie noch nicht ganz erforscht. Irgendwo im Osten soll es noch einen weiteren Ausgang geben. Leider sind die östlichen Höhlen verseucht mit Viechern. Sag mal jetzt ganz ehrlich. Halte nur ich diese ganzen Pfeifen von Rebellen hier in dem Spiel für total behämmert? Oder ihr auch, die das Spiel schon gespielt haben? Auch mehrfach. Das sind doch... Die wollen gegen Orks kämpfen und können nicht mal diesen kleinen Höhlenstrang hier mal kurz erforschen wegen den paar Viechern. Die scheißen sich doch wegen der Schmierlaus hier ein. Ist das hier eine ehemalige Mine? Weiß man's nicht. Möglich. Aber wenn, dann ist hier schon seit Jahren nichts mehr abgebaut worden.
Wir haben die Höhlen hier so vorgefunden. Yeah. Wir mussten sie nur noch von den Höhlenviechern säubern. Und warum habt ihr den Gang dann nicht mitgemacht? Ist der so gruselig eigentlich nicht? Was ist deine Aufgabe? Oh. Ich bin Wachposten. Ich achte auf den Südausgang von Redok. In meiner freien Zeit trainiere ich in der Arena für den Ernstfall. Hm, ich glaube, die Wachposten der Viecher, die sind effizienter. So, hier. Ich werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen. Ja. Das ist Wahnsinn, Mann. Das ist Wahnsinn, Mann. Du solltest dich vorher gut vorbereiten. Ja, komm mir auf. Das Schlimmste ist bloß die Goblins. Die sind kommen in der Masse. Warum nicht? Training ist immer gut. Nein. Bist du irre? Jetzt nicht. Später. Machen wir auch noch. Ja, aber... Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Nee, okay. Dann sind wir hier in Redok. Haben wir mit dir noch jemanden zu reden? Kopper? Hey. Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Du kannst gleich eine Gedanke spielen. Kleines Kämpfchen in der Arena, gefällig? Hm, du hast mit kleinen Kämpfchen gegen die Orks, mein Freund. Du willst dich mit mir schlagen? Jo. Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Hm. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Wir brauchen jemanden, der den ganzen Haufen und den ganzen Laden hier komplett zusammenhält in dem Land. Würde den König töten und selbst König werden hier als Held. Wie wäre denn die Idee? Ja, ich nenne mich dann ganz stolz natürlich König Robar. Der Dritte. Ja, aber nur mal so eine kleine Fantasie von mir. So, Rebellen, so, sonst haben wir niemanden weiter. Wir machen das klassisch hier, wir werden Quests sammeln und dann den ganzen Plunder hier machen. Wir müssen mal hier speichern, bevor wir hier, nicht, dass es wieder heißt hier, Dreckiger Dieb. Na warte. Ja, es sind eine Menge Gegenstände verschwunden. Oh. Wer bist du denn? Du bist der Verwalter der Waffenkammer hier. Ja, ich bin mit der Lieferung verschiedener Ausrüstung für unser Lager beschäftigt. Kann ich bei dir eine Waffe kaufen? Es tut mir leid, aber ich kann dir nichts verkaufen. Wir haben Schwierigkeiten mit der Sicherheit. Wir brauchen selbst alle Waffen. Hm. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du Waffen helfen möchtest, sprich mit Norris. You. Er benötigt Waffenbündel. Ja. Damit würdest du zumindest für eine Weile unser Lager mit Waffen versorgen. Okay. Ich werde mit Neues sprechen. Neues. Wie kann ich dir helfen? Wir brauchen einen guten Schmied. Jemand sagte, er habe einen Schmied auf einem Bauernhof in der Nähe gesehen. You. Vielleicht will ich der ein, sich uns anzuschließen. Ja, tut's an. Wo ist der Norris? Wir hatten ja mit dem schon gequakt, aber ich weiß nicht, ob der dadurch jetzt einen anderen Dialog hat. Wo ist der Typ? Wir machen gleich Feierabend. Milz, Copper, Xavier, Rebell. Wo ist denn der? Norris? Chuck? Hey, Chucky. Ach nee, doch nicht. Ja. Gut, okay. Dann haben wir Redok jetzt eigentlich erstmal erkundet. Wir haben uns den bekannt gemacht. Jo, und das nächste Mal werden dann hier die ganzen Quests so nach und nach abgearbeitet. Die Wildschweine und so weiter. Der Gang da hinten. Jo. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Jo. Und ciao.